Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar machen wir heute mit euch einen Burger, einen Pulled Pork Burger. Es ist nämlich so, dass wir des Öfteren jetzt schon die Frage gestellt gekriegt haben, bitte Claudia, macht Pulled Pork, wir würden das so gern sehen. Und es ist auch ehrlich gesagt für uns eine Neuheit. Wir machen das erste Mal dieses Langzeitgaren. Das Pulled Pork ist eben so ein Gericht, das dauert ca. 6 Stunden dann im Gar, also im Prozess, bis dass es eben dann zerfällt. Wir sind genauso neugierig wie ihr. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir das mit euch machen und erfüllen hoffentlich somit den ein oder anderen Wunsch. Das, genau, dadurch, ich würde euch jetzt einmal alle so grüßen, die denn mir da so nett geschrieben haben. Ich würde jetzt keine Namen erwähnen, weil ich weiß nicht, inwiefern euch das recht ist, aber ihr wisst, wen ich meine. So, wir fangen eben auch gleich an. Und zwar, was brauchen wir? Wir brauchen als Hauptzutat natürlich das Wichtigste mitunter 800 Gramm Schweinenacken, ausgelöst natürlich, also ohne Knochen bitte. Und bei uns in Österreich nimmt es einen Schopfbraten im Prinzip. Was anders ist das nicht. Genau, das wäre dieses schöne Stück Fleisch. Wir brauchen 500 Gramm von der Barbecue-Soße. Da verlinkt man euch ein Rezept, ein Video einfach bitte gerne dazu. Genauso wie man euch dann auch für den Rest, sehr wenig dann noch, werdet Videos finden, weil ihr braucht zum Beispiel für die Barbecue-Soße ein selber gemachtes Ketchup. Da findet ihr ein Video dazu. Und die Burgerbrötchen verlinkt man euch dann auch, beziehungsweise findet ihr das alles in der Videobeschreibung. So, wir brauchen eben die Barbecue-Soße 500 Gramm, dann brauchen wir 400 Gramm Rinderfond. Ihr könnt da entweder das Rindsuppe nehmen, wir haben eben noch ein bisschen Suppe, oder ihr nehmt einfach einen aufgelösten Suppenwürfel, also, oder kauft einen fertigen Rinderfond, wonach euch einfach ist. Dann haben wir da 200, oder was ihr einfach zur Verfügung habt, sagen wir so. Wir haben da 200 Gramm Cola, 150 Gramm Wasser, wir haben eine Zwiebel, ca. 100 Gramm, es sind es nicht ganz, aber in so Scheiben. Also einfach halbieren und in Scheiben schneiden, dass ihr einfach so Stückchen habt. Wir haben da einen Teelöffel Rauchsalz und ein bisschen Knoblauch und Rosmarin brauchen wir. So, jetzt einmal als erster eben kommt unsere Zwiebel in den Mixtopf. Na? Tada. Dann Knoblauchzehe, dann nehme ich einfach einen Teelöffel von meiner, na, selbstgemachten Knoblauchpaste. Ups, ja. Dann den Zweig Rosmarin, aber bitte den Zweig selbst nicht. Also ihr tut einfach diese, die Nadeln quasi vom Zweig runter und die schmeißt in den Topf. So, also der bleibt über, der Stängel. Dann 450 Gramm mal von der Barbecue-Soße. Na, habe ich schon wieder. Also alles raus da. Passt gut. Also 450 Gramm Barbecue-Soße. Entschuldigung, nicht 500 Gramm. Habe ich mir ein bisschen vertan. Aber ihr findet eben die Zutaten wieder in der Videobeschreibung sowieso. So, dann kommen unsere 150 Gramm Wasser dazu. So. Unsere 200 Gramm Cola, das macht einfach auch nochmal anscheinend einen extra Pulled Pork Geschmack, ich bin sehr neugierig. Und eben unser, also wir haben einen Teelöffel genommen, einfach ein bisschen mehr wie einen halben, so ein Teelöffel Rauchsalz. So, unser Rinderfond und wir sind im Prinzip, wie ihr seht, bis auf unser tolles Stück Fleisch fertig. Also fertig. Bereit zum Anfangen mit dem Garprozess. Jetzt kommen eben direkt in den Topf. Also, ich bin jetzt gespannt, wie das Ganze wirklich funktioniert.
unser Schweinenacken. Der kommt wirklich genau einfach dazu den restlichen Zutaten. Legt ihr den Schweinenacken rein. Sind 772. Es war ein bisschen netterer. Also es waren 800 Stück. 800. Es war ein 800 Gramm Stück war das Ganze. So, den Messbecher einsetzen. Und das Ganze wird jetzt für, wie seht, 6 Stunden lang, ich zeige euch den, es steht auch gleich da, gegart. Also es wird dieses Slow Cooking, ist es eigentlich, diese Slow Cooking Funktion. Es hat einfach, wird bei 98 Grad über 6 Stunden lang, wird es einfach gegart und dadurch wird es eben sehr zart. Und genau, jetzt habt ihr 6 Stunden lang Zeit für, ihr geht zur Runde wandern oder ihr geht zur Runde Radfahren oder was auch immer. Und wenn ihr zurückkommt, ist euer Pulled Pork so gut wie fertig. Und ihr habt es eigentlich, wenn ihr denn die Zutaten wie die Brioche-Brötchen und das Ganze schon vorbereitet habt, dann könnt ihr dann eigentlich losstarten und euer Burger ist bereit. Oder ihr macht einfach das Pulled Pork und esst es. Also ihr könnt ja das in unterschiedlichster Art und Weise dann weiterverwenden. Ja? Also, dann viel Spaß dabei bei was auch immer und jetzt habt 6 Stunden für euch. Gell? So, meine Lieben, es ist jetzt soweit und zwar sind 6 Stunden vorbei. Ich hoffe, ihr habt dabei eine schöne Zeit gehabt. Das Pulled Pork ist laut Rezept so gut wie fertig. Also, es sind jetzt nur ein paar Schritte quasi, bis wir es dann wirklich tatsächlich verwenden können. Und zwar dann wir uns jetzt da einmal das Fleisch und eben auch die Zwiebel. Okay, mit dem Messer kommen wir nicht weit. Das Fleisch und Zwiebelringe tun wir uns raus in eine Schüssel. Entschuldigung. Das habe ich vergessen, natürlich wieder herzurichten. So, wir tun uns das jetzt mal da rausholen. Also schaut gut aus, ne? Würde ich mal sagen. Zwiebelringe sind da, genau. Dann den Rest. Das legen wir uns einfach da so auf die Seite. Fischt euch einfach so die gröberen Dinge einfach raus vom Zwiebel. Mega viel werdet ihr nicht finden, weil es war nicht sehr viel, aber ein bisschen was. So. Dass ihr eben schaut, dass halbwegs alles erwischt wird. Et voilà, oder? Schaut gut aus. Also es riecht göttlich, wirklich, wirklich voll, voll gut. So, da ist auch noch. Also Zwiebel und Fleisch kommt heraus. Das stellen wir uns jetzt mal daher. Schon wieder botzt. Es müsst ihr euch echt bei mir bitte gewöhnen. Das ist irgendwie, das ist immer angeboren. Kann gar nichts dafür. Es sagt jetzt auf Küchenrolle abtropfen. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich mir da drüber einfach eine Küchenrolle tue und einmal nur das festhalte und ein bisschen einen Saft ablehre. Dann drehen wir das nochmal um. Ich habe das eh noch nicht abgelegt. Jetzt nicht so genau. Also ich bin da nicht so mit dem Abtropfen. Das lege ich mir da noch unten rein und stelle mir das jetzt wirklich da einfach so zur Seite. So, Mixtopf leeren und wir fangen uns aber die Garflüssigkeit auf. Das heißt, ihr nehmt euch da so einen, am besten einen Messbecher. So, das tun wir auf die Seite, das letzte Lackerl weg. So, dann den Mixtopf wieder einsetzen. Genau, und jetzt den Schweinenacken, also den Schopf quasi, da wir uns jetzt in 6 Stücke schneiden. So, jetzt tatsächlich das einfach da so mal halbieren. Oh, oh, oh.
auch ein bisschen mit der Gabel, weil es ist wirklich ein bisschen heiß. Mais logisch eigentlich, gell? So, den lassen wir da jetzt mal liegen und gehen einfach weiter im Rezept. Und zwar 3 Stücke, das heißt, wir dann einfach jetzt einmal die Hälfte quasi, schmeißen wir wieder in den Topf zurück. Also es fällt schon ein bisschen was runter, ich bin jetzt sehr gespannt, ne? Alles mitnehmen da. Messbecher in den Mixtopf einsetzen, logisch, damit unten wieder irgendwie was rausfleddert. Und jetzt macht er uns das auf Linkslauf, damit er eben nicht komplett mit dem Messer püriert. 6 Sekunden, schauen wir mal. Oh ja, wow. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, hat sich jetzt nicht so angehört, aber es ist gepult, es ist zerfleddert, cool. Also, ja, schaut cool aus, echt jetzt. Cool, cool. Wahnsinn. Wenn ihr ein paar größere Stücke habt, erstens tut sie am nichts und zweitens könnt ihr es sonst nur mal kurz einschalten für 3 Sekunden. Länger würde ich nicht machen, obwohl euch das dann sicher auch so im Mund geht. So, das gleiche wiederholen wir jetzt quasi. Wir dann uns jetzt, ich tue mir da jetzt einfach die Zwiebel, da war ja mal raus mit der Küchenrolle. Und tue mir das gibt. Das zerschredderte, das kleine Pulled Pork, das zeige ich jetzt da nochmal, dass ihr es ein bisschen besser seht. Cool! Holen wir uns da schön raus. Da ist noch ein größeres Stück, das schmeiße ich da nochmal dazu. So, und wir wiederholen das Ganze mit den restlichen Stücken. So. Wieder Messbecher einsetzen. Ich tue das Ganze jetzt einmal gleich auf 10 Sekunden erhöhen und wieder kurz eben zerkleinern. Oh, so, die Zwiebelringe und das Ganze tue ich jetzt auf die Seite. Wir haben das einfach mal nur abgesehen, was nämlich jetzt wichtig ist. Nun, wir haben ja die Garflüssigkeit aufgehoben und die könnt ihr einfach wirklich für eine gute Soße oder fürs, also einfach als Basis aufheben. Also wir nehmen die jetzt zusätzlich nur noch ein bisschen was her nachher, jetzt für den Schweinenacken, aber nicht mehr viel. Für den Geschmack einfach ein bisschen, weil den Rest hebt ihr euch einfach als Grundlage auf. Gell? Das ist wirklich eine würzige Basis für eine Suppe, für eine Soße. So, ich habe mir jetzt die Zwiebelringe mal auf die Seite getan, die braucht man nicht mehr. Die Garflüssigkeit, die ich abgeseit habe, also was ich aufgehoben habe quasi, die hebt euch ihr bitte, weil das ist. Also wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Braten oder so macht, ist das die beste Basis für die Soße. Also die ist wirklich, wirklich super gut. Nicht wegklären, wer schaut drum, macht was draus. Wir brauchen jetzt dann zwar nur ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Aber das sagt uns jetzt eh gleich an der Thermomix. Also jetzt sage ich das jetzt nur mal. Es ist wirklich schön zerschreddert. Es sind da echt so richtige, sage ich mal, Fetzen, wenn man das so nennen will. Das klingt zwar bei Essen immer ein bisschen komisch. So, dann haben wir eben den zerkleinerten Schweinenacken auch nochmal dazu, den, was wir vorher schon klar gemacht haben. Er wird nur die Menge im Gesamten nicht auf einmal machen. So, dann eben haben wir da unsere selbstgemachte Barbecue-Soße. Wir verlinken euch die gerne. Davon brauchen wir jetzt auch 50 Gramm, einfach rein in den Mixtopf. Ja, ein bisschen mehr ist auch nicht so schlimm. Dann 50 Gramm von der Garflüssigkeit eben. Perfekt. Dann wird das Ganze miteinander vermengt. So. Und jetzt sind wir bei dem, das was wir im Prinzip schon gemacht haben für euch, dass wir es euch zeigen können. Wir haben erstens verlinkt man euch ein Rezept für unsere Burger Buns. Das sind diese Brioche Burger Buns. Brötchen sind super lecker. Wir haben die bereits getoastet, am Griller einfach draußen. Kurz auf den Griller schmeißen, nur mal toasten. Das sagt er eben jetzt. Wir haben uns ein bisschen einen Salat hergerichtet. Einfach ein paar Blätter. Das ist unser selbstgemachtes Ketchup. Das verlinkt man euch auch. Brauchen wir jetzt auch ein bisschen was. Und das war es im Prinzip schon. Zwiebelringe sagt er uns da jetzt zwar drauf verteilen. Ich habe die weg, bei mir mag das keiner. Also ihr könnt euch da gern, ich schneide mir da ein bisschen frische Tomate noch dazu. Zwiebel ist bei uns jetzt nicht so unbedingt das, was jeder gern mag. Ich zeige euch das jetzt einmal mit einem vor. Zwar sagt er, wir dann eben ein bisschen Eisbergsalat drauf.
zwei Blätter, ich tue da ein drittes kleines nur dazu, nicht zu viel. Dann etwas vom Ketchup, vom selbstgemachten. Einfach da ein bisschen drauf verteilen. So. Darf zurück ein bisschen was drauf da, aber nicht zu viel, dass es nicht alles rausdrückt. Dann brauchen wir 50, 80 Gramm Pulled Pork. Ich muss sagen, das mache ich eher nach Gefühl. Dann wir jetzt da ein bisschen Pulled Pork einfach da rauflegen. Ungefähr 80 Gramm, das heißt, es gehen 10 Burger raus, also 10 Portionen habt ihr da im Topf. Und das schätzt ihr einfach ein bisschen ein. Also das ist jetzt da, wenn ich das so anschaue, habe ich da nun mindestens 9. Das heißt, wir sind gut am Ding. Seht ihr, was da in so ein Brötchen reingeht. Und wie gesagt, ihr könnt euch das jetzt auch so, wie ihr wollt, noch ein bisschen verfeinern. Ich tue dann auch immer ganz gern da noch ein bisschen Ketchup drauf schmieren. Plus, zeige ich euch, einen Spritzer Senf oder zwei. So, Smiley. Hoppala. Na. Genau, Deckel drauf. Und wir haben einen super leckeren, wunderschönen und bin mal gespannt, dass er lecker ist, weil es riecht alles schon sehr köstlich und es sind ja eigentlich auch nur super Zutaten. Also kann ja nur was Gutes bei rauskommen. Und somit haben wir unseren Burger. Jetzt muss ich da schneiden, da druckt es eben das Ketchup ein bisschen raus. Ihr könnt dazu natürlich jetzt nur Potato Wedges zum Beispiel machen oder Pommes oder einfach nichts und ihr esst nur einen halben dazu oder keine Ahnung. Ihr könnt natürlich auch die Brioche-Brötchen, seht ihr dann im Video, kann man natürlich auch kleiner oder größer machen in dem Sinn. Könnt ihr das alles ein bisschen anpassen an euch, aber ich finde, der schaut sehr schön aus. Ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr so gerne in eurem Burger habt. Zwar ich schneide mir in meinen dann noch Tomaten rein, wie gesagt, das ist jetzt, habe ich jetzt da lassen, weil mag nicht jeder. Und das ist das Grundrezept Pulled Pork Burger auf Cookie Doo. Ihr müsst bitte den Filter auf Deutschland erweitern, ansonsten seht ihr es nicht, wenn es jetzt Österreicher Satz, also österreichisch zu sehr, bitte auf Deutschland erweitern. Und dann legt es einfach drauf los. Bereitet euch am besten wirklich vorher diese Burgerbrötchen vor, macht ein Ketchup und ein bisschen Barbecue-Soße. Die braucht es wie so immer. Dass es gut einkochen und steril abfüllen. Dann halt es auch im Kühlschrank wirklich einmal 2 Wochen, 3 Wochen. Könnt ihr 2-3 Mal Burger machen. Lasst es euch schmecken, sagt mir, was ihr davon haltet. Ich hoffe, es hat jetzt dabei mir die ersten Wünsche vom Pulled Pork ein bisschen befriedigt. Wir werden sicher nur mal irgendwie was angehen, was in die Richtung geht. Wir schauen uns da jetzt natürlich mal an, was mit den Rezepten da so vorangeht, weil sehr viel ist jetzt im Moment noch nicht drin. Vielleicht probieren wir mal eins aus der USA, das habe ich ein paar gesehen. Und genau, das war jetzt mal unser erster Start Pulled Pork. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich freue mich natürlich, jeder, der das Video, dem das Video gefallen hat, wenn ihr mal ein Abo da lasst, Daumen hoch und die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir. Oder solange ihr die Glocke aktiv lasst. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich bald von euch höre, was ihr davon haltet. Wir sehen uns bald wieder, kochen wieder gemeinsam und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe. Eure Claudia. Ciao.